Die Post-Covid-Ambulanz in der Klinik Donaustauf bei Regensburg. Der medizinische Direktor hat mittlerweile über 1000 Patienten mit Long-Covid-Symptomen gesehen. Ja, sehr häufig ist eben dieses Ermüdungssyndrom, die sogenannte Fatigue, ja, dass die Patienten sich einfach nicht so leistungsfähig fühlen. Dann gibt es natürlich viele Patienten, die Konzentrationsschwäche haben, Schlafstörungen sind häufig oder eben auch dieses Gefühl der Luftnot. Spezifische Therapien oder gar Heilung sind noch nicht in Sicht. Die Wartezeiten dennoch, auch hier in Donaustauf, lang. Es müsste mehr Anlaufstellen geben, ja, und die wird es eben nur geben, wenn das auch finanziell sich für die Kliniken oder für die Ärzte widerspiegelt, dass sie zumindest ihre Unkosten damit decken können. In Berlin hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach Expertinnen und Experten zu einem Austausch eingeladen. Long-Covid wird nach seiner Ansicht noch lange ein Thema sein. Wir haben auch die Erkenntnis zum Beispiel gewonnen, dass diejenigen, die schon Long-Covid gehabt haben oder es vielleicht noch haben, wenn sie sich wieder infizieren, dass dann die Wahrscheinlichkeit, dass es Long-Covid sich verschlimmert oder also zumindest noch länger wirkt, dass diese Wahrscheinlichkeit also steigt. Experten zufolge kämpfen etwa 10% aller an Covid Erkrankten mit den Spätfolgen, besonders betroffen jüngere Frauen. Der Bundesgesundheitsminister setzt sich nun dafür ein, dass Medikamente für die Behandlung hergenommen werden, die dafür noch nicht zugelassen sind, und dass mehr Geld in die Long-Covid-Erforschung fließt. Wir haben derzeit nur 40 Millionen zur Verfügung, 20 Millionen aus meinem Haushalt und 20 Millionen vom gemeinsamen Bundesausschuss. Ich werde versuchen, in den Haushaltsverhandlungen, die jetzt anstehen, weitere 60 Millionen zu gewinnen. Ursprünglich nämlich hatte der Minister 100 Millionen Euro für die Long-Covid-Forschung versprochen.